Heute präsentierten in Berlin, Sie haben es in der Tagesschau gesehen, die Verfassungsschützer ihren Bericht. Ein Schwerpunkt: die Gefahr durch islamistischen Terrorismus. Von Deutschland sollen bereits 60 Personen nach Syrien gereist sein, um dort am Krieg teilzunehmen. Wenn die nach Deutschland zurückkehren, dann sind sie kampferfahren und zu Anschlägen bereit. So die Verfassungsschützer. Unter www.reportmainz.de auch ein Gespräch mit unserem Reporter Fritz Schmaldienst, mittlerweile ein Experte auf diesem Gebiet. Die Irrungen und Wirrungen im Fall Gustl Mollat, sie nehmen kein Ende. Fragen über Fragen werden aufgetürmt. Doch noch immer sitzt der Mann in der Psychiatrie seit nunmehr 7 Jahren. Doch wann kommt endlich Bewegung in diese Geschichte? So fragen immer mehr Menschen. Wann endlich wird über das längst überfällige Wiederaufnahmeverfahren entschieden? Versuchen die Regierenden in Bayern das Thema auszusitzen? Schließlich stehen Landtagswahlen vor der Tür. Heute endlich konnte Gustl Mollat vor dem Untersuchungsausschuss seine Sicht der Dinge darstellen. Auch ein Verdienst von Monika Antes und Erik Behres, die bereits seit 2011 in Report Mainz Ungereimtheiten im Fall Mollat aufgedeckt hatten. Heute Nachmittag im Bayerischen Landtag. Applaus für einen angeblich allgemeingefährlichen Wahnsinnigen. Auf diesen Tag hat Gustl Mollat lange gewartet. Er sagt vor dem Untersuchungsausschuss aus, der sich mit genau seinem Fall befasst. Kurz zuvor, wir sprechen mit Gerhard Strate, dem Anwalt von Gustl Mollat. Was bedeutet dieser Tag? Also von diesem Tag geht sicherlich der Impuls aus, dass Mollat sich in der Öffentlichkeit präsentiert und deutlich macht für jedermann, der die Sache hier verfolgt, dass er absolut normal ist. Die Abgeordneten wollen ein mögliches Versagen von Politik und Justiz in seinem Fall aufklären. Viele hier haben einen schlimmen Verdacht, dass Gustl Mollat zu Unrecht in der Psychiatrie sitzt, während Steuersünder jahrelang unbehelligt bleiben. Rückblick. Gustl Mollat hat seine Frau und einige ihrer Bankkollegen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angezeigt. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht. Dagegen kommt es zum Prozess gegen Mollat selbst, wegen angeblicher Körperverletzungen an seiner Frau. Mollat werden seine Angaben zu den Schwarzgeldgeschäften als Wahn ausgelegt. Er muss in die geschlossene Psychiatrie. Entscheidend für das Urteil die Aussagen der Ex-Frau. Ein Zeuge berichtet, sie habe damals angekündigt, Gustl Mollat fertig zu machen. Mehrfach haben wir versucht, mit der Ex-Frau darüber zu sprechen. Vergeblich. Wir hören immer nur die eine Seite, Frau. Ja, überzeugt bleiben. Heute meldet sie sich über eine Zeitung zu Wort. Sie wiederholt ihren Vorwurf, ihr Ex-Mann habe sie geschlagen. Und sie bestreitet, am Ende der gemeinsamen Ehe damit gedroht zu haben, ihn fertig zu machen. Warum hätte ich drohen sollen? Ich war endlich weg. Edward Braun ist ein Freund Gustl Mollats. Er ist der Zeuge, der an Eidesstatt versichert, es gab diese Drohung der Ex-Frau. Und dies gibt er auch heute zu Protokoll. Meine Aussage steht wie ein Fels in der Brandung. Die Aussage seines Freundes, ein Grund dafür, warum selbst die Staatsanwaltschaft will, dass Gustl Mollat ein neues Verfahren bekommt. In diesem Wiederaufnahmeantrag führt sie die Gründe auf. Das von der Ex-Frau vorgelegte ärztliche Attest unecht. Die Behauptung, Mollat weite seinen Wahn beliebig aus, widerlegt. Die Glaubwürdigkeit der Ex-Frau tiefgreifend erschüttert. Und sogar von Rechtsbeugung war in einem ersten Antrag der Staatsanwaltschaft die Rede. Doch diesen Vorwurf wollte der Generalstaatsanwalt nicht erheben. 3 Monate gingen ins Land, bis sich Generalstaatsanwalt und Staatsanwalt über die Formulierungen einigten. Von Rechtsbeugung ist jetzt nicht mehr die Rede. Auch Anwalt Strate hat einen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Sollte das Gericht die Anträge zulassen, käme sein Mandant endlich frei. Es ist eigentlich längst an der Zeit, dass die Juristen, die jetzt sich mit der Sache befassen, auch eine Entscheidung treffen. Nur diese Entscheidung wird hinausgezögert. Ein schwerer Vorwurf. Das Landgericht Regensburg. Hier sitzen die Richter, die über die beiden Wiederaufnahmeanträge zu entscheiden haben. Wir treffen Gerichtssprecher Johann Pindl. Seine Kollegen prüfen den Fall Mollat nun schon seit 3 Monaten. Und, so erklärt er uns, es kann auch noch etwas dauern. Es gibt, wie ich schon betont habe, keinerlei Fristen, die das Gesetz vorgibt, innerhalb derer über einen Wiederaufnahmeantrag entschieden werden müsste. Das ist mal Fakt. Das Gericht sieht also keinen besonderen Grund zur Eile.
Der Juraprofessor Henning Müller sieht das anders. Er publiziert in einem angesehenen Internetblog, hat selbst viele Verfahrensfehler im Fall Mollat aufgedeckt. Das war mein erster Eindruck, dass es unverhältnismäßig ist, ihn weiter in der Psychiatrie zu belassen. Und das war noch, bevor ich die ganzen Verfahrensfehler festgestellt habe. Das heißt, man müsste ihn Ihrer Meinung nach sofort freilassen? Meines Erachtens ja. Gustl Mollat aber sitzt noch immer in der Psychiatrie. Im Landtag spricht er noch einmal ausführlich über die Geldgeschäfte seiner Ex-Frau und wie ihn Justiz und Politik bis heute behandelt haben. Wie haben die Abgeordneten ihn erlebt? Auf mich hat er den Eindruck eines ganz normalen Bürgers gemacht. Man konnte nichts an ihm erkennen, was jetzt irgendwo eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit darstellen würde. Es kann einfach nicht angehen, dass man jetzt weiter, immer weiter zuwartet und das Ganze verschleppt. Aussagen, die ihm Mut machen. Doch am Ende wird Gustl Mollat von denen abhängig sein, die ihn seit Jahren hinter Gittern halten, von der Justiz. Ich kann nur hoffen, dass da mal eine Vernunft einkehrt und auch ein Wille zur Wahrheit. Wahrheitsgemäßen Sachaufklärung.